Ja, herzlich willkommen zu meinem Vortrag, der im Verbundprojekt Bivinus NRW entstanden ist. Genau, ich halte ihn stellvertretend für das ganze Team, sowohl bei uns als auch an den Verbundhochschulen, auf die ich gleich noch kurz eingehen werde. In unserem Vortrag, das ist gerade schon angeklungen, geht es um die Entwicklung eines Reformmodells zur Senkung von Studienabbruchquoten. Ja, mein Name ist Elena Schmidt, das haben Sie jetzt, glaube ich, gehört. Und ich bin von der TU Dortmund und dort als Projektkoordinatorin tätig. Bivinus NRW. Der Name ist weniger sperrig als, oder das Akronym ist weniger sperrig als der Name. Bivinus steht für das begleitende virtuelle 0. Semester an Hochschulen in NRW. Jetzt ist der Name nicht nur ein wenig sperrig, wenn man das Akronym nicht nutzt, sondern auch ein bisschen irreführend, weil wir zum einen das Wort begleitend drin haben und zum anderen das Wort nulltes. Und bei nulltem Semester gehen ganz viele immer davon aus, dass es vorgeschaltet ist, aber das ist es bei uns nicht, sondern es ist eben Studien- und Semesterbegleitend. Und das nullte Semester bedeutet, dass es nicht auf die Studierendendauer der Studierenden angerechnet werden soll. Wir sind ein Verbundprojekt, das MKW gefördert ist, also durch das Ministerium für Kultur und Wissenschaft, und konsortialführend ist die Bergische Universität Wuppertal. Dann sind mit an Bord noch die RWTH Aachen und wir von der TU Dortmund. Und wir laufen noch bis Ende nächsten Jahres. Ganz kurz, in dem Vortrag soll es darum gehen, wie ein Reformmodell entwickelt werden kann und umgesetzt werden kann, das Unterstützungsangebote für Studierende BAföG-wirksam nutzbar gemacht werden kann. Und um da einzuhaken, möchte ich erstmal auf die Ausgangslage und die Problemstellung, mit der wir uns im Projekt auseinandersetzen, eingehen, dann auf das von uns konkret entwickelte Reformmodell und dann ein Beispiel, wie Sie das möglicherweise nach unserer Projektlaufzeit auch bei sich an der Hochschule implementieren könnten. Zunächst zur Ausgangslage. Ich glaube, Sie wissen das alle, und wenn Sie vor allen Dingen in der Lehre tätig sind, dass wir sehr, sehr heterogenes Kompetenzniveau bei Studienanfängerinnen und Studienanfängern haben. Das ist einmal bei schulischen fachlichen Voraussetzungen der Fall. Darunter fallen zum Beispiel Mathematikkompetenzen ganz besonders problematisch, in Anführungszeichen, im MINT-Bereich, aber auch sowas wie Lese- und Textverständnis. Neben den fachlichen Kompetenzen, die die Studienanfängerinnen aus der Schule mitbringen, haben wir aber auch überfachliche Kompetenzen, die teilweise problembehaftet sein können, wie beispielsweise die Fähigkeit zum selbstregulierten Lernen oder der Einsatz von Lernstrategien, um erfolgreich studieren zu können. Und dieses Problem ist im MINT-Bereich besonders hoch, da die Erwartungshaltung der Lehrenden ganz stark divergiert von den Voraussetzungen, die die Studienanfängerinnen und Anfänger von Haus aus mitbringen. Und das ist nicht unbedingt was, wo die StudienanfängerInnen persönlich was für können. Häufig sind es halt externe Faktoren, auf die durch die Bildungsbiografien der Studierenden beeinflussen, aber auf die sie keinen Einfluss haben. Zum Beispiel, auf welcher Schule ich war, auf welcher Schulform ich war, welche Lehrkräfte ich hatte, hatte ich vielleicht viele Lehrerwechsel, dann aber auch sowas wie, habe ich erst eine Ausbildung gemacht und darüber meine Hochschulzugangsberechtigung bekommen, habe ich ein Gap Year gemacht. Das heißt, es sind sehr, sehr unterschiedliche Voraussetzungen, mit denen wir die Studierenden an den Hochschulen begrüßen und auf die wir irgendwie reagieren müssen. Und weil es im MINT-Bereich eben so große Herausforderungen sind, fokussieren wir uns an der TU Dortmund mit den Pilotfakultäten, mit denen wir im Projekt arbeiten, auch auf den MINT-Bereich und kooperieren mit den Einfachstudiengängen der Fakultäten Mathematik. Das sind dann in dem Fall Mathematik, also die Studiengänge Mathematik und Technomathematik und Wirtschaftsmathematik, dann in der Physik die Physik und die Medizinphysik, in der Fakultät Elektrotechnik und Informationstechnik, der Studiengang Elektrotechnik und Informationstechnik sowie nachhaltige Energiesysteme und im Maschinenbau der Studiengang Maschinenbau. Dass das Kompetenzniveau aus der Schule nicht ausreichend ist häufig für das erfolgreiche Studieren, ist nicht nur ein Bauchgefühl. Also beispielsweise bei Knospe oder bei Kürten können wir bereits sehen, oder gab es schon vorher Studien dazu, dass es eben nicht zu dem passt, was die Studienvoraussetzungen eigentlich sind. Und auch bei uns in der ersten Pilotierung sieht man, dass, sieht man, dass es eben sich unterscheidet. Also Sie sehen hier einmal dieses Diagramm
Und wir haben eine Testung gemacht, beziehungsweise wir haben 4 verschiedene Testungen gemacht in den Studiengängen Elektrotechnik und Informationstechnik und nachhaltige Energiesysteme. Und das sind die durchschnittlichen Testergebnisse von 2-Semester-Studierenden bei Tests, die sich auf schulische Mathekompetenzen beziehen. Das heißt, Sie sehen, dass nur ein Drittel, dieser grüne Bereich, bei schulischen Mathekompetenzen im 2. Fachsemester über 80% erreicht. Wir haben knapp ein weiteres Drittel, dieser gelbe Bereich, der so halb wahrscheinlich ganz okay durchkommt. Vielleicht lag es natürlich an den Items, das kann halt immer sein. Den berücksichtigen wir aber auch als unsere Zielgruppe. Und wir haben ein Drittel hier in Blau, Orange und Grau, der tatsächlich massive Unterstützung bedürfe im Bereich schulischer Mathematikkompetenzen. Und das wollen wir angehen und da setzen wir als Projekt an. Denn der Aufwand und die Zeit, die die Studierenden aufbringen müssen, um diese schulischen Kompetenzen aufzuarbeiten, der ist ja da. Und der ist nicht erst seit heute da, der ist auch nicht erst seit 2 Jahren da. Der ist schon immer da und führt natürlich dazu, dass die Studierenden, anstatt sich auf die Studieninhalte zu konzentrieren, zunächst einmal die Voraussetzungen aufholen müssen. Dadurch verlängert sich die Studiendauer und wenn die Studierenden BAföG beziehen, fliegen sie dann aus der Regelstudienzeit raus und verlieren den BAföG-Anspruch. Das heißt, hier geht es auch um eine Frage der Bildungsgerechtigkeit. Und unser Projekt möchte eben, dass die Studierenden Zeit quasi geschenkt bekommen, um ihre schulischen Kompetenzen aufzuarbeiten, sodass sie wirklich studieren können und ihren BAföG-Anspruch in dem Moment nicht verlieren. Und deswegen haben wir eine doppelte Zielsetzung. Auf der einen Seite geht es um die ganz konkrete Erhöhung erfolgreicher Studienverläufe durch die Zusammenstellung von Unterstützungsangeboten, die auf Tests, also wir machen Mathe-Tests und dazu passende Unterstützungsangebote, die mit den Studiengängen zusammengestellt werden, sodass es auch tatsächlich studienrelevant ist, was die Studierenden bei uns im Projekt machen. Und zum anderen, und darum wird es jetzt hier im Folgenden nochmal stärker gehen, um die Entwicklung eines transferfähigen Reformmodells für Hochschulen in NRW, wo es darum geht, dass die Studierenden außerkurrikular, also außerhalb des Studiengangs, Leistungspunktäquivalente, also quasi Credit Points, erwerben können, die dann zu 30 CP kumuliert werden. 30 CP, 750 Arbeitsstunden sind ein Semester, um dann die individualisierte Regelstudienzeit zu erhöhen, um ein Semester und länger studieren zu dürfen, ohne BAföG zu verlieren. Das Reformmodell, das wir entwickelt haben, basiert auf § 58 Absatz 2a des Hochschulgesetzes NRW. Ich lese es einmal vor. Die Hochschulen können im Einvernehmen mit dem Ministerium Reformmodelle des Studiums, insbesondere der Studienanfängerinnen und Studienanfänger, erproben und im Rahmen dieser Reformmodelle insbesondere Ergänzungskurse und Maßnahmen zur Verbesserung des Studienerfolgs vorsehen. Die Prüfungsordnung kann vorsehen, dass sich für Studierende, die an Ergänzungskursen teilnehmen, die individualisierte Regelstudienzeit um die Anzahl der Semester erhöht, die der Arbeitsbelastung dieser Ergänzungskurse entspricht. Das bedeutet, wir sprechen eben, wie das auch in diesem Gesetz vorgeschlagen ist, Studienanfängerinnen und Studienanfänger an und bieten Ergänzungskurse an, die, von denen wir hoffen, dass sie den Studienverlauf positiv beeinflussen. Das Ganze muss in der Prüfungsordnung verankert werden, das wird für die Entwicklung des Reformmodells noch relevant und wir nutzen eben die individualisierte Regelstudienzeit, um das Ganze BAföG wirksam zu machen. Ein kurzer Exkurs, weil es ja jetzt vieles war, der wurde ja auch schon in der Moderation gesagt, um die individualisierte Regelstudienzeit geht. Sie kennen die vielleicht aus der Corona-Pandemie, da wurde die nämlich ganz, ganz häufig angewendet, damit Studierende eben weiter BAföG beziehen können. Es gibt, das ist die individualisierte Regelstudienzeit, steht im Gegensatz zur generellen Regelstudienzeit. Die generelle Regelstudienzeit ist die, die vom Studiengang vorgegeben wird. Also zum Beispiel gibt bei uns jeder Bachelor, den ich gerade genannt habe, die bei uns im Projekt sind, haben eine generelle Regelstudienzeit von 6 Semester. Die individualisierte Regelstudienzeit ist aber personenbezogen. Und neben Corona kann man zum Beispiel eine höhere individualisierte Regelstudienzeit haben, wenn man Teilzeit studiert, wenn man Mitglied im AStA ist oder wenn man zum Beispiel krankheitsbedingt ausfällt oder eben auch, wenn man an so einem Reformmodell nach § 58 2a HG NRW teilnimmt. Und wichtig ist, dass die BAföG-Förderung eben nicht an die generelle Regelstudienzeit gekoppelt ist, sondern an die individualisierte, an die personenbezogene, weswegen wir das überhaupt als Grundlage nutzen können. Um konkret eine Vorstellung davon zu bekommen, wie das bei uns auch inhaltlich aussehen soll. Wir haben
aus Sicht eines Studierenden zunächst einmal einen Online-Test, meistens Mathe, weil wir eben mit den MINT-Fächern kooperieren, der in der Lehrveranstaltung stattfindet. Der Vorteil davon, es in der Lehrveranstaltung zu integrieren, ist zum einen, dass man natürlich sehr eng mit den Lehrenden abgestimmt hat, was die Inhalte sein sollen, und zum anderen, dass da einfach mehr Teilnehmer daran teilnehmen, weil sie in der Veranstaltung sitzen. Und dann sehen die Studierenden schon, okay, habe ich den Bedarf, an BVinus zum Beispiel teilzunehmen, oder sind meine Mathekenntnisse eigentlich so, so gut genug zunächst einmal, dass ich ganz normal studieren kann. Und ich hatte ja bereits angesprochen, wir kreditieren die ja außercurricular, das heißt, diese Tests und dann die Unterstützungsangebote, die darauf folgen, die gehören bereits zum BVinus-Programm. Das heißt, wenn die Studierenden sich im nächsten Schritt bei der Anmeldung entscheiden, an BVinus teilzunehmen, haben sie bereits Außercurricular-Punkte für ihr BVinus erworben. Und diese zählen zum Pflichtbereich. Das heißt, die Studiengänge entscheiden im Vorfeld zusammen mit der BVinus-Geschäftsstelle, was ist der Pflichtbereich, was ist für uns essentiell wichtig, dass die Studierenden auf jeden Fall im BVinus machen. Und dazu gehören eben diese mathematischen, fachlichen Inhalte immer dazu, sodass sie da auf jeden Fall schon mal einen Start haben, ohne etwas außerhalb des Studiums zu leisten. Dann folgt die Anmeldung, die freiwillig ist. Also grundsätzlich können die Angebote von Studierenden immer auch genutzt werden, selbst wenn sie sich nicht anmelden. Also es ist alles Open Educational Resources, die bei unserem Learning Management System Moodle hinterlegt sind. Die Anmeldung ist nur erforderlich, wenn die Studierenden auch ihre individualisierte Regelschulzeit verlängern möchten. Das ist ja nicht unbedingt bei jedem der Fall. Dann wird aber ein Orientierungsgespräch mit der BVinus-Geschäftsstelle notwendig, wo es ein bisschen darum geht zu schauen, okay, wie hat der Studierende oder die Studierende bei den Tests abgeschlossen, was für Bedarfe sind außerhalb da und wie kann man den Pflichtbereich, also was gehört in den Pflichtbereich und wie kann man den Wahlbereich sinnvoll füllen, dass der Studierende oder die Studierende möglichst viel Nutzen daraus zieht, auch persönlich. Anschließend muss der oder die Studierende natürlich die Angebote in Anspruch nehmen, und zwar in einem Umfang von 30 Credit Points bzw. 750 Arbeitsstunden und das nachweisen. Dieser Nachweis kann zum Beispiel über digital generierte Zertifikate erfolgen, die dann am Ende gebündelt abgegeben werden, und dann kommt das Ganze quasi zum Studierendenservice. Man sagt, Studentin XY hat den BVinus erfolgreich absolviert, bitte erhöhen Sie die individualisierte Regelstudienzeit. Und das Ganze erscheint dann auf der BAföG-Bescheinigung, und dann steht da eben generelle Regelstudienzeit 6 Semester, individualisierte Regelstudienzeit 7 Semester. Genau. Ganz konkret, was muss gemacht werden, um dieses Reformmodell zu nutzen? Eigentlich ist es gar kein Hexenwerk. Es sind zwei Sachen erforderlich, die jetzt unabhängig vom inhaltlichen Teil in der Hochschule verankert sein müssen. Das eine ist die Einbindung in den Prüfungsordnungen. Das stand ja schon in dem Paragraphen, den ich vorgestellt hatte. Und das andere ist die Regelung des Reformmodells an der Hochschule in Form einer Ordnung, damit es rechtssicher ist. Zunächst zu den Prüfungsordnungen. Wir sind ja ein Verbund, das heißt, wir haben ein Verbundprojekt. Das heißt, wir haben drei Hochschulen, die auch verschiedene Voraussetzungen mitbringen. Und deswegen ergeben sich verschiedene Wege, wie dieses Reformmodell ausgestaltet sein kann, was den Vorteil hat, dass wenn Sie an Ihrer Hochschule überlegen, ein BVinus einzuführen, Sie natürlich modular quasi zusammenbauen können, okay, hier bin ich so wie Wuppertal, dann nehme ich das, hier bin ich so wie die Aachener, dann nehme ich lieber den Teil, und hier übernehme ich das von der TU, das gefällt mir am besten oder auch nicht. Bei den Prüfungsordnungen gibt es zwei Wege. Also es muss natürlich in die Prüfungsordnungen, aber wenn es eine Rahmenprüfungsordnung gibt oder allgemeine Bestimmungen, so ist es bei den Wuppertalern oder in Aachen, dann hat das den großen Vorteil, dass wenn dann neue Studiengänge auch zu BVinus rein möchten, sie schon die BVinus schon in den Prüfungsordnungen verankert ist. Das heißt, es muss die Prüfungsordnung nicht erneut verändert werden. An der TU Dortmund ist dieser Weg leider bei unseren Pilotstudiengängen nicht möglich, weil wir für Einfachstudiengänge keine Rahmenprüfungsordnung haben. Das heißt, wir müssen jede einzelne Fachprüfungsordnung ergänzen. Das heißt, es muss auch jedes Mal durch den Fakultätsrat, die Ergänzung ist nur gering, da komme ich gleich nochmal zu, aber es ist natürlich ein bisschen aufwendiger. Das andere ist die Ordnung. Was muss denn eigentlich geregelt werden in dieser Ordnung? Zum einen die Zugangsvoraussetzungen.
Wenn wir jetzt auf die TU Dortmund schauen, dann haben wir im Moment diese Fakultäten, die ich angesprochen habe, sodass die Zugangsvoraussetzung ist, ich bin Studentin einer der Studiengänge, die bei uns teilnehmen. Dann die Erhöhung der individualisierten Regelstudienzeit, woran sie eigentlich geknüpft ist. Also zum einen, dass durch die Teilnahme an Bivinus die individualisierte Regelstudienzeit erhöht wird. Und zum anderen, was ich dafür machen muss, also die Organisation meines virtuellen 0. Semesters. Dazu zählt zum einen das Anmeldeverfahren. Beim Anmeldeverfahren gibt es unterschiedliche Wege. Ich hatte Ihnen gerade die Sicht aus einer TU-Studentin quasi vorgestellt. Aber neben diesem Orientierungsgespräch gibt es halt auch andere Möglichkeiten. Zum Beispiel kann man sagen, man macht einen Anmeldeantrag und macht das ganz formal. So macht es zum Beispiel Wuppertal. Oder die Aachener, die machen das noch, die verringern quasi die Hürden zur Teilnahme und man ist automatisch angemeldet, sobald man im Campus-Management-System sich für einen Kurs im Rahmen von Bivinus anmeldet. Das heißt, man müsste überhaupt mit gar keinem sprechen. Das andere ist die Punkteverbuchung. Ich hatte schon von Leistungspunktäquivalenten gesprochen, von 30 CP, von 750 Arbeitsstunden. Die erste Frage ist, wie möchte man das nennen? Man kann natürlich sagen, wir bleiben bei den Credit Points. Das ist der offiziell rechtlich geldgültige Begriff, deswegen bleiben wir dabei. Das ist die Sicht der Aachener. Dann die Wuppertaler sagen, okay, möglicherweise ist es irreführend, wenn wir hier von Credit Points sprechen für schulische Kompetenzen und dafür Studierende für die Studiengänge. Und dann passen die auch nicht nur zusammen und ich kann Bivinus gar nicht fürs Studium nutzen. Deswegen sagen wir Bivinus-Punkte oder bei uns rechnen wir in Arbeitsstunden. Das letzte sind die Abschlussbedingungen. Was heißt es eigentlich, dass ich ein Angebot im Rahmen von Bivinus abgeschlossen habe? Wir haben uns lange überlegt, welche Kriterien wir dazu nutzen können und haben uns für die qualifizierte Teilnahme entschieden. Das heißt, die Studierenden absolvieren die Selbstlernangebote, bearbeiten die Aufgaben, schauen sich die Videos an und so weiter. Oder wenn es Präsenzangebote sind, dann nehmen sie halt physisch daran teil und partizipieren an den Angeboten. Also es ist nicht erforderlich, dass sie zum Beispiel einen zweiten Test machen und dann besser abschneiden, sondern wir gehen davon aus, wenn Studierende im Umfang von 30 CP Leistungen für Mathe oder anderen schulischen Kompetenzen erbringen, sie dann auf jeden Fall mit einem Lernzuwachs da rausgehen. Einmal ein praktisches Beispiel. Wir stellen uns vor, wir haben den Studiengang X und der Studiengang X ist eine Ingenieurwissenschaft an der TU Dortmund. Und die interessieren sich für die Einrichtung eines Bivinus und haben folgende Vorstellung. Zum einen haben sie sich überlegt, okay, bei uns im Studiengang ist es enorm wichtig, dass die Studierenden Trigonometrie, Integralrechnung und lineare Gleichungssysteme drauf haben. Und zwar so wichtig, dass sie da echt viel Zeit rein investieren müssen. Wir sagen 15 CP, weil wir das kurz überschlagen haben und das kommt für uns hin. Das ist der Pflichtbereich. Dann gibt es noch den 15 CP Wahlbereich. Dafür hat der Studiengang keine konkreten Vorstellungen, aber so ein paar Vorschläge wird er schon machen. Zum einen sagt der Studiengang, ja, also Programmierkenntnisse sind nicht so irrelevant, werden bei uns aber nicht gelehrt, aber wäre schon gut, wenn die Studierenden das könnten. Und das andere ist, dass die fachlichen Englischkenntnisse erforderlich sind in manchen Lehrveranstaltungen. Da gehen wir zwar auch davon aus, dass die Studierenden die mitbringen, aber würde nicht schaden, wenn es hier noch ein bisschen Unterstützung gäbe. Dann würde der Studiengang auf die Bivinus-Geschäftsstelle zugehen und zunächst einmal müsste die Prüfungsordnung angepasst werden. Das ist rein formal, das kann halt parallel zu den anderen Schritten passieren, aber es muss auf jeden Fall gemacht werden, damit die Studierenden auch die Arbeitsstunden währenddessen kreditiert bekommen können. Die Ergänzung der Fachprüfungsordnung könnte zum Beispiel lauten, die individualisierte Regelstudienzeit kann sich um ein Semester erhöhen, wenn der oder die Studierende am Bivinus-Programm im Umfang von mindestens 750 Stunden teilnimmt. Was außerdem passieren muss, ist, dass der Studiengang sich mit der Bivinus-Geschäftsstelle darüber austauscht, was sind eigentlich die Bedarfe, was ist erforderlich und dann würde die Bivinus-Geschäftsstelle einen Vorschlag machen, welche Inhalte in das Bivinus für den Studiengang implementiert werden könnten. Und dann natürlich die Vorstellung des Studiengangs mit aufnehmen, die wir hatten. Ja, also Trigonometrie, Integralrechnung, lineare Gleichungssysteme, auf jeden Fall in den fachlichen Bereich. Da müssen wir einen Test zu machen und Unterstützungsangebote, damit die Studierenden da auf jeden Fall fit drin sind und in den Wahlbereich die Programmierkenntnisse und die Englischkenntnisse mit aufnehmen. Wir nutzen OER-Angebote, die sowohl zum Beispiel auf Orca verfügbar sind, als auch auf anderen Stellen. Und gleichzeitig aber auch die hochschulinternen Angebote. Deswegen gibt es nämlich zum Beispiel auch Präsenzangebote wie den Mathe-Helpdesk.
Anschließend muss noch etwas passieren, und zwar bringt mir ein siebensemestriger Bachelor nichts, wenn ich den gar nicht in sieben Semestern studieren kann. Wenn Sie sich vorstellen, dass Sie HÖMA 1 machen müssen, um HÖMA 2 zu belegen, dann verlängert sich Ihr Studium automatisch nicht um ein Semester, sondern um ein Jahr, wenn Sie HÖMA 1 nicht vor HÖMA 2 belegen. Das heißt, was erforderlich ist, ist, dass die Studiengänge so flexibel reagieren, dass sie einen siebensemestrigen Bachelor ermöglichen. Man müsste sich also mit dem Studiengang darüber austauschen, wie man sinnvollerweise Teile der Veranstaltungen, die für die Fachsemester vorgesehen sind, so umstrukturieren kann, dass sie zu einem anderen Zeitpunkt erledigbar sind, ohne dass es halt zu einem Verlust von einem ganzen Jahr kommt. Da unsere Angebote sich auf die Studieneingangsphase beziehen, also die ersten drei Semester bei uns nach Definition, verlängert sich quasi die Studieneingangsphase um ein Semester, also von 3 auf 4 Semester, nicht von 6, also der Bachelor verlängert sich zwar von 6 auf 7 Semester, aber vor allen Dingen verlängert sich eben die Studieneingangsphase von 3 auf 4. Und das muss man eben schauen, wie man das hinbekommt. Zuletzt muss natürlich noch sowas geklärt werden wie das Anmeldeverfahren und der Abschluss. Wenn es diese Ordnung gibt, wovon wir ja zunächst mal ausgehen, dann ist es da eigentlich schon geklärt. Dann müsste man sich nur darüber austauschen mit dem Studiengang und mit dem Studierendenservice, dass jetzt der Studiengang BVINUS einführt. Und dann können die Studierenden eigentlich soweit starten. Gibt es Fragen oder Anmerkungen? Das ist mein Stichwort. Ich eile auf die Bühne. Vielen Dank für den spannenden Vortrag. Wir haben tatsächlich auch noch Zeit für Fragen, sowohl aus dem Chat als auch hier vor Ort. Oh, jetzt wollte ich gerade Zeit überbrücken und selber eine Frage stellen. Dann bitte einmal das Mikrofon. Ja, das ist eine kurze Frage. Es stand im HG, dass das Ministerium zustimmen muss. Das war im Ablauf nicht drin. Hat das jetzt für die TU Dortmund schon komplett zugestimmt oder müsste man das noch kurz beantragen? Wir sind jetzt im Gespräch und warten darauf und hoffen, dass es bis zum Wintersemester zugestimmt hat, damit wir ab dem Wintersemester das erste Mal pilotieren können. Ja, danke auch von meiner Seite. Also ihr seid jetzt nicht von, also ihr seid vom MKW gefördert, aber das kann man auch in der Förderlinie Studienerfolg und Studienabbruch vom BABF lesen, dass es sozusagen so eine ziemlich enge Definition von Studienerfolg sozusagen vorhanden ist, nämlich einfach der Erwerb eines Studienabschlusses. Und die Studienabbrüche werden quasi dann definitorisch halt als Gegenstück dazu gestellt. Und das ist deswegen problematisch, weil daraus ist die Implikation, dass Studienabbrüche per se was Schlechtes ist. Und natürlich gibt es Fälle, wo tatsächlich Studienabbrüche schlecht sind. Das ist gar keine Frage natürlich. Aber ich frage mich so ein bisschen, ob ihr Gedanken darüber gemacht habt, so ein bisschen den Studienerfolgsbegriff beziehungsweise das Gegenstück davon konzeptionell ein bisschen nuancierter sozusagen zu konzeptualisieren und zu gucken, wo macht es Sinn, tatsächlich halt auf diese Schiene zu gehen und inwiefern gibt es auch andere, also insbesondere halt zum Beispiel aus der Perspektive der Studienberatung, kann man sozusagen auch ein bisschen mehr in das Soziale sozusagen hineingehen, um tatsächlich zu gucken, wo es überhaupt Sinn macht, einfach um diese sozusagen organisatorische Dinge sozusagen reinzugehen, um dann einen Studienerfolg in diesem engen Sinne zu erreichen. Ja, ist ein guter Hinweis. Genau, also wir machen nicht nur fachliche Angebote, sondern wir arbeiten zum Beispiel auch mit der zentralen und mit der psychologischen Studienberatung zusammen. Das sind Angebote, die wir in den Wahlbereich stellen und die Definition ist es richtig. Also wir haben diese basale Definition, um dann zu schauen und das als Indikator zu verwenden, funktioniert das Angebot. Also man muss halt sagen, wenn Studierende im Umfang von 30 CP Mathe nachholen wollen, dann sind das die Studierenden, die tatsächlich planen und sehen, es ist halt das Mathe, die Mathe-Defizite, die daran liegen, dass ich nicht studiere. Wir versuchen, den Rest mit zu bespielen, aber das kriegen wir nur teilweise hin. Aber es ist richtig klar, natürlich ist es nicht so einfach. Dann gibt es eine weitere Frage. Darf ich das Mikro dahin bitten? Zu der jungen Dame. Ja, ich habe erstmal einmal eine Verständnisfrage. Und zwar, das ist ja das 0. Semester. Heißt das dann auch wirklich, der oder die Studierende pausiert dann ein Semester mit ihren Kursen, weil 30 CP sind ja eigentlich ein normales Semester. Also es ist ja dann nochmal der doppelte Workload.
Genau, nee, es ist nicht so gedacht, dass das Studium pausiert wird, sondern es ist so gedacht, dass eben in den ersten 3 Semestern, wenn die Themen bearbeitet werden müssen, um die Lernveranstaltung, der Lernveranstaltung folgen zu können, dass dann die Credits aus dem regulären Studium verkürzt werden. Also dass man zum Beispiel sagt, ich belege im Studiengang Mathe im ersten Semester lineare Algebra, aber nicht Analysis, sondern für lineare Algebra, da konzentriere ich mich jetzt komplett drauf, mache die Bewinus-Angebote zu lineare Algebra und dann im zweiten Semester mache ich halt dann Analysis und die Angebote zur Analysis, und so soll es dann am Ende funktionieren, dass ich aber in den ersten 3 Semestern, also die ersten 3 Semester auf die ersten 4 Semester strecke und dann ab dem 5. Semester regulär drin bin, also ab dem 5. Fachsemester regulär dann im 5. Fachsemester bin. Okay, weil ich habe mich dann nämlich gefragt, ob das, also weil man nimmt ja dann, sage ich mal, im ersten Semester macht man Höma und merkt dann, okay, ich schaffe das nicht, würde dann den Kurs ja quasi abbrechen, dann würde sich ja meine Semesteranzahl ja eigentlich nochmal, also es würde sich ja nicht nur um 1 Semester verlängern, sondern eigentlich um 2, weil ich ja die Prüfung dann auch gar nicht mehr machen kann. Also das heißt, man, das ist dann auch quasi die Prüfung und man legt dann keine Prüfung mehr für das Fach ab? Nee, man muss die Prüfung trotzdem ablegen, aber wir flexibilisieren das so, dass die Prüfungen möglichst sowohl im Winter- als auch im Sommersemester abgelegt werden können für alle Fächer. Und bei uns ist es zum Beispiel in der Höma so, dass sie aufgezeichnet wird, sodass, also ganz normal in der Vorlesungssaal, viele belegen die Höma sowieso rein digital, dann könnte man im zweiten Semester trotzdem Höma 1 machen und die Prüfung schreiben, damit das eben genau nicht passiert. Okay, ich glaube. Ich gucke nochmal. Ja genau, und diese Kurse macht man dann über die 3 Semester und das muss nicht alles in einem gemacht werden. Nee, genau. Okay, alles klar. Dankeschön. Hier vorne gibt es noch eine weitere Frage. Dankeschön, ist schon an. Ja. Ja, vielen Dank erstmal. Ich fand die Projektbeschreibung unglaublich spannend. Das erstmal so als erste Rückmeldung. Und habe jetzt 2 Fragen oder Anmerkungen zu so den sozialen Folgen, die ich mir denken könnte. Einmal, haben Sie sich irgendwelche Gedanken gemacht oder Maßnahmen ergriffen, dass das nicht so ein Stigma bekommt nach dem Motto, also ich komme aus der Schreibdidaktik, ich kenne das, wir werden immer so ein bisschen als die Nachhilfeinstitution der Uni angesehen. Insofern liegt mir das Thema sehr nah. Also haben Sie sich darüber Gedanken gemacht? Und ich glaube, gerade in den MINT-Fächern ist es ja ganz stark so, dass es wirklich so ein Kohortensystem bei den Studierenden gibt. Und das könnte ich mir vielleicht auch ein bisschen schwierig vorstellen, wenn ich dann aus meiner Kohorte herausfalle, dadurch, dass ich das Bewinus-Projekt in Anspruch nehme. Genau, vielleicht beantworte ich. Ich versuche beide Fragen auf einmal zu beantworten. Also ich fange mal mit der zweiten an, mit den Kohorten. Das ist genau der Grund, warum wir uns gegen ein nulltes Semester, das quasi davor entschieden ist, eben damit man in der Kohorte bleibt, weil der soziale Aspekt beim Lernen ja super wichtig ist. Wenn ich da den Anschluss verliere, dann sinkt ja meine Motivation noch mehr, in die Veranstaltung zu gehen. Also das ist der Hintergrund, dass es studienbegleitend ist. Mit dem Stigma, also vor allen Dingen mit der BAföG-Neutralität, versuchen wir so umzugehen, dass wir das Angebot prinzipiell erstmal an alle Studierenden richten und deswegen diese Tests, die den Zugang zum Programm bilden, auch in den Lehrveranstaltungen verankern. Das heißt, die machen sowieso erstmal alle. Und dann ist die Idee, dass eben deswegen auch das Orientierungsgespräch persönlich stattfindet, dass wir nicht bestimmte Personen anschreiben und sie quasi damit konfrontieren, sondern dass es rein freiwillig ist. Es gibt auch die Möglichkeit, die Angebote in Anspruch zu nehmen, nicht im Umfang von 30 CP, sondern da, wo ich sie benötige, dann kann ich allerdings nicht das BAföG-neutrale Semester bekommen. Gerne. Dann gibt es 2 Reihen dahinter noch eine Frage. Ja, ich habe mich gefragt, taucht das dann hinterher auf dem Abschlusszeugnis auf? Das war die eine Frage. Und die andere Frage, wo kommen die Kapazitäten her? Also ich habe verstanden, ganz viel OER, das ist natürlich eher kapazitätsarm. Aber wenn jetzt Präsenzangebote oder sowas sind, hat das geklappt, dass das auch aus regulären Studiengangskapazitäten sozusagen folgt? Oder ist das alles on top aus dem Projekt finanziert? Genau, also OER, da haben Sie selber beantwortet, bei den personellen Ressourcen sind das Angebote, die wir so umstrukturieren, dass wir sie für Bewinus öffnen. Oder quasi Kapazitäten für Bewinus zurückhalten, hört sich falsch an. Aber dass wir zum Beispiel, wenn wir ein Angebot vom Zentrum für Entrepreneurship reinnehmen oder vom Sprachkurs, dass wir dann sagen, okay, wir würden gerne 1 bis 2 Plätze für Bewinus zurückhalten, falls es möglich ist. Falls es nicht möglich ist, wie bei den Sprachkursen, dann ist es auch okay. Dann müssen sich die Studierenden einfach regulär bewerben. Aber so versuchen wir, die Ressourcen da nochmal geringer zu halten. Und die erste Frage habe ich gerade vergessen.
Ach, Zeugnis, genau. Der Hintergrund ist, dass bei uns an der TU Dortmund die Regelstudienzeit generell gar nicht auf dem Zeugnis steht. Deswegen steht da auch nicht die individualisierte Regelstudienzeit drauf. Es ist eine Diskussion, aber wir haben uns ehrlich gesagt dagegen entschieden. Also es gibt die Möglichkeit, ein Zertifikat runterzuladen. Ich habe erfolgreich an Bivinus im Umfang von so und so vielen Stunden teilgenommen. Aber da hatten wir nämlich Angst vor Stigmatisierung, wenn ich nachher auf dem Zeugnis stehen habe, ich musste ein Semester länger studieren, weil ich kein Mathe konnte, dass es auf dem Arbeitsmarkt eher negativ aufgenommen wird. Okay, ich kann dich leider noch nicht entlassen, weil wir haben noch eine Frage aus dem Chat, aber trotzdem vielleicht eine kurze Antwort. Die Zeit ist rum, aber wir wollten den Menschen im Chat auch noch die Möglichkeit geben, zu kommentieren. Ja. Vielleicht können wir uns da kurz halten, und zwar die Frage lautet, müssen sich die Studierenden für Bivinus anmelden, wenn ein Bedarf beim Test nachgewiesen wurde? Nein, also bei uns an der TU Dortmund nicht. Es ist rein freiwillig und die Anmeldung auch nur, wenn man auch BAföG bekommen möchte. Vielen Dank. Vielen Dank von mir auch für die kurze Antwort und den tollen Vortrag. Elena Schmidt, nochmal großen Applaus. Dankeschön.